Es geht weiter. It's tea time. Kann ich das Bild mehr angucken? Ach verdammt, ich kann mir das Bild nicht angucken, so ein bisschen aber auch. Ich werde die Folgen für YouTube alle so um die 15 Minuten bis 20 Minuten immer so machen. Dann habe ich da auch nicht so das Problem, dass die so ultra lang auch mit dem Bearbeiten sind. Ich habe ja schon mal auch im Let's Play damals von Submerge gesagt gehabt, dass ich halt, ja, es hobbymäßig nur mache und... Ach, mir fehlt der Schlüssel für die Spieluhr. Ja, schön. Wo kommt denn das Licht her? Ach, da oben. Ja, ich bin so schlau. Ja, aber wir wissen ja immer auch noch nicht, was... Flauschige Fälscher, Leichen über mich, liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Stille bei Horrorgames eigentlich hasse? Ich hasse es, wenn es so still ist bei Horrorspielen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und dann hörst du auf einmal irgendwo was knacken oder irgendwie ein Geräusch. Da zuckst du so zusammen. Das ist so mies. Ach, guck mal an. Ich trau bei dem Spiel keinen Meter mehr, mich umzudrehen, bin ich ganz ehrlich. Entschuldigung. Still, kleines Schätzchen. Die Nacht ist hell. Sterne lösen es. Dunkelt einmal auf. Geh weg! Mama kam des Abends und deckte mich zu. Geh weg! Lass mich! Nun ist sie nirgends nicht finden. Kann er... Kann es sein, dass unsere Kleine durchdreht? Vor allem frage ich mich gerade mal, wie hat er es eigentlich geschafft, sich an diesem Ding dran zu hängen und sich mitzudrehen mit dem Tisch die ganze Zeit? Lal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 a. Naja, ist ja auch egal. Alter, dieses Spiel, ich traue das keinem. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind beim Optiker. So, hä? Wieso komme ich denn hier nicht mehr raus? Was? Ist nicht denn da? This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Jetzt kommen wir wahrscheinlich raus, denke ich mal. Alter, diese Puppen, ne, das ist... Mein Gott, ich will nur noch weg. Alter! Mach doch nicht so eine Scheiße mit mir! Ich bin doch so jung! Ich habe mein Leben noch vor mir! Uah! Ich will das gar nicht sehen, wie peinlich! Ich will das gar nicht in Aufnahme sehen, wie peinlich! Ich hab mich nicht erschrocken.
Gott sei Dank wieder hier. Safe-Raum. Ja, hier fühle ich mich ein bisschen sicher. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein klein wenig fühle ich mich hier sicher. Das ist wieder eine Notiz, oder? Können wir die lesen? Ich hasse. Selbst jetzt. Verloren. Allein. Hoffnungslos. Du bist immer allein gewesen. Du wirst immer. Hoffe. Ein schwerwiegender Fehler. Beende es. Wieso sitzt du auf einmal 2 Zentimeter höher? Was? Wer, wo ich? Ach, guck mal an, ein Bild von mir hat einer gezeichnet. Ich werd verrückt. Kann es sein, dass es vielleicht unsere Frau wird? Dieses Bild? Weil wir wissen ja, sie hatte ja Verbrennung und Körpertransplantationen, haben wir ja was von gelesen. Und das sieht förmlich danach aus. Aber das sieht doch nicht aus wie eine Frau, oder? Na gut, wer weiß, wie die jetzt aussieht. Das werden wir, denke ich, mal noch herausfinden. Ja. Läuft in der Stream, läuft alles, ne? Alles bestens. Das freut mich, das ist schön. Also kein Ruckeln, kein Zappeln, kein... Gone. Okay. Ja, das hatten wir ja. Das ist die Bürste gewesen, ne? Also der Pinsel, okay. Boah, 2 Sachen müssen wir noch finden. Alter, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will... Nee, mach zu. Mach zu. Nö. Tüdelü. Tüdelü. Gone. Verschwunden. Keine Puppen mehr? Alter, 30 Zuschauer, seid ihr verrückt? Ralle, grüß dich, alles klar. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show, Alter. Seid ihr verrückt, 30 Zuschauer. Willkommen bei Layers of Fear, dem Live-Let's Play. Ich, Was? Dieses Spiel macht mich so fertig, ne? Dieses... Wieder dieser... Hä? Ventilator des Grauens. Da gehe ich nicht runter, ja. Der kam letztes Mal geflogen. Ich gehe in die andere Richtung. Warte mal. Ach, guck mal an der Kiste. Hä? Sind jetzt auf einmal überall Türen? Was? So schiel... Ich stand doch... Wieso willst du... Was gibt Schlimmeres? Ich wollte doch gerade nur in die Schubladen gucken. Darf ich noch eben lesen? Warte mal. Omi? Omi, bist du bist... Wie würde Gronkh jetzt sagen? Omi-Liebe. Hashtag Omi-Liebe. Oh mein, was steht da? Oh mein Gott, I'm... What, in a circle? Ich trau mich da nicht lang zu gehen. Omi? Omi, bist... Was steht denn da? Kann ich das lesen, oder dass ich da... Going? Nee, go... Sich im Kreis drehen. Hä? Ja, sich im Kreis drehen tun wir ja die ganze Zeit, ne? Ich würde mir gerne mal wissen, kann ich hier nochmal eben was lesen? Gibt es hier noch was zu lesen? Ich versuche mal eben nochmal zu gucken. Ich will hier nichts...
Hört sich an, als ob ich gerade eine Lampe angemacht habe. Nee. Bevor ich jetzt da reingehe, will ich jetzt doch nochmal mich umsehen. Ich hab... Ob das so eine gute Idee ist, hier im Dunkeln zu laufen? Ich weiß es gar nicht. Das ist mal ein Bild, das würde ich mir vielleicht auch noch aufhängen. Der eine, der guckt da, ach ja, guck mal, ich bin am Angeln. Guck mal, da liegt schon wieder ein Buch, was wir auch bei uns liegen hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das hatten wir am Anfang gefunden gehabt. Ich bin verwirrt. Ich bin mega verwirrt gerade, was hier abgeht. Schaukelstuhl bist du's? Wer macht denn hier einfach das Licht aus? Ich traue mich ja nicht, das Licht anzumachen. Was? Delirious. Im Delirium. Einfach es zu vergessen. Besoffen. Tu das Richtige dieses Mal. Go in a... Noch nicht. Noch nicht. Erinnere dich an das Mistake. Erinnere dich an das Mistake. Okay. Alter. Mach doch. Restless. Ja, natürlich. Darf ich mir jetzt eine Tür aussuchen? Wo es am schönsten ist, gehe ich hin. Ja, schön. Restless Memories. Ruhelose Erinnerungen? Nee, vergessene Erinnerungen? Nee. Restless bedeutet doch, warte mal. Ruhelose Andenken, genau. Ruhelose Erinnerungen, kann man auch sagen. Alter, wie das hier aussieht jetzt. Total böse. Ich mache mal... Hallo? Ich mache mal überall die Tür zu. Ist, glaube ich, besser. Dann weiß ich wenigstens, dass ich hier lang gelaufen bin. Ich glaube, wir müssen eh hier rechts rein. Ich möchte mich aber trotzdem... Möchte mich trotzdem noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir nochmal einen Zettel zum Lesen oder so. Wer wirft denn hier auf einmal alles um? Und vor allen Dingen... Kann es sein, dass das Haus momentan wirklich... Dass wir das manchmal aus Perspektiven sehen, wie es früher war und vor allen Dingen, wie es jetzt momentan ist? Kann es sein? Sich im Kreis drehen, ja. Hallo? Eine Pfeife und eine Statue, okay, und ein umgeworfenes Glas. Wie beruhigend. Gips. Na. Aha. Aha, da ist aber nichts drin, schade. Die Lampe lasse ich natürlich an. Ich bin da nicht bescheuert und mache hier Licht aus. Was wäre noch schöner? Hier kommen wir eh nicht rein, ne? Doch, huch. Seit wann können wir denn Stühle wegschieben? Gehen da die... Können wir... Ne, können wir nicht. Okay. Ist hier? Da ist auch nichts drin. Entscheide dich. Ja, aber wofür sollen wir uns denn... Da jemand? Nee, oder? Ist das Spiel so gut wie Outlast? Kann ich dir gar nicht sagen bisher. Ich bin noch nicht durch. Wenn, dann möchte ich gerne ein Urteil erst am Ende bilden.
17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen. Aber das hindert mich auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören. Und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen, du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Das ist, glaube ich, ein Brief von unserer Frau. Die, glaube ich, nicht sehr glücklich ist darüber. Ja gut, so gut wie Outlast, man kann es glaube ich mit Outlast gar nicht so vergleichen, weil klar ist ein Horrorspiel, ja in Thema Horror ja, aber hier rennst du ja eigentlich vor nichts weg. Es ist eher so eine interaktive Geschichte mit Horrorelementen, sagen wir es mal so. Und es ist sehr, sehr gut in Szene gesetzt, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Es funktioniert wirklich sehr gut. Alter, ich will gar nicht mehr weitergehen. Ich will gar nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, was mich... Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin?